Das Zweite, was uns unsere politische Klasse noch beschert, ist ESG. Environment Social Governance. Das ist also spektakulär, wenn man das sich anschaut. Das ist quasi ein Rating. Ja, Sie bekommen als Unternehmen jetzt ein Rating. Ich kenne mich mit Ratings aus. Die meisten Banken im deutschsprachigen Raum laufen mit Ratings rum, an deren Entwicklung ich beteiligt war. Also die Mathematik da drin. Wenn Sie von der Bank einen Kredit haben wollen, dann war es früher mal jedenfalls so, dass hat die Bank geguckt, okay, wie ist die Eigenkapitalquote, die Profitabilität, die Liquidität, ja, was für harte und weiche Faktoren gibt es da, ist das ein solider Unternehmer oder nicht? Und dann haben Sie Ihren Kredit gekriegt, wenn diese Auswertung nach Bonitätskriterien gut war. Und jetzt gibt es ein neues Rating. Jetzt werden Sie nach Botmäßigkeit geratet. Das heißt also, sind Sie auch ein braver Staatsbürger? Sind Sie kein Delegitimierer von Frau Faeser und Herrn Haldenwang? Ja? Wenn Sie zum Beispiel Ihren grünen Stahl produzieren mit Hilfe von Windrädchen, obwohl das gar nicht geht, dann kriegen Sie Pluspunkte. Wenn Sie aber böser Mensch sind und immer noch Kohle dafür einsetzt, Stahl herzustellen, dann gibt es Abzug. Ja, wenn Sie Ihre Büros mit Robert Habecks Vogelschnetzlern oder mit seiner Wärmeluftpumpe da beheizen, dann kriegen Sie Zuschlag, und wenn Sie es mit Öl oder Gas beheizen, kriegen Sie Abzug. Es gibt natürlich auch noch die Brownie Points, also die Fleißkärtchen. Ja? Ja, Sie können zum Beispiel wahrscheinlich demnächst kriegen Sie Kredit auf dieses Rating, wenn Sie sich ein Bild von der heiligen Greta an Ihren Badezimmerspiegel kleben. Ja, und dann morgens davor stehen und das Ave Maria durch 10-mal Nachhaltigkeitsgemurmel ersetzen. Ja, Nachhaltigkeit müssen Sie murmeln, das müssen Sie üben. Ja, und wenn Sie ein buntes Fähnchen vor der Tür aufhängen, so eine Regenbogenflagge, die ja sowieso eigentlich verkehrt rum aufgehängt ist und die jetzt 6 statt 7 Farben hat, das wird seinen Grund haben. Wenn Sie das alles machen und wenn Sie also der Regierung nach dem Munde reden, dann gibt es Pluspunkte. Ja, wenn Sie natürlich bei Ihren Stellenanzeigen das MWD weggelassen haben, dann sind Sie tot. Ja, also da lässt sich alles reinfüllen in den Kram. Ne, das ESG, Environment Social Governance Rating, im Unterschied übrigens zum chinesischen Social Scoring, das wenigstens noch halbwegs objektiv zusammengesetzt ist, die Partei hat immer recht, und zweitens spucken Sie nicht auf den Boden und Sie gehen nicht bei Rot über die Ampel. Dann sind Sie schon fast da. Aber bei uns geht es nicht. Bei uns wird es so sein, dass alle Naslang wird eine neue Sau durch den Ort getrieben. Und wenn Sie da nicht mitrennen, dann sind Sie dran. So, das wird natürlich zu einem riesigen Anstieg der Verzerrung in den Finanzierungen führen, weil jetzt nicht mehr das Geld, wenn nach diesem Kriterium Kredite vergeben werden, und das ist der Plan, weil die Frau Lagarde hat ja gesagt, die Zentralbank und damit das ganze Geldsystem ist ja zuständig für den Klimawandel, ja. Also ist eigentlich erstaunlich, dass sich jemand zuständig erklärt für was gar nicht existiert. Ja, das ist genauso wie wir haben einen Klimaminister. Ja, ich sage immer, warum haben wir eigentlich keinen für schwarze Löcher? Ja, das wäre genauso sinnvoll. Ja, das können wir genauso beeinflussen. Ja, und ich glaube ja ganz fest an den menschengemachten Klimaschwindel, meine Damen und Herren. Ja. So, also das wird jetzt dazu führen, dass das Geld in die falsche Verwendung fließt. Ja? In Windmühlen statt in anständiges Atomkraftwerk, ja? was die Energie viel billiger produzieren könnte. Dann das ganze Thema Lieferkettengesetz. Wir haben es geschafft, die Lieferketten zu zerstören. Nicht nur haben wir diese Lieferkettengesetze gemacht, dass Sie wissen müssen, ob irgendwo Kinderarbeit drin steckt oder vielleicht noch Schlimmeres, dass irgendwie der Chef von einem Lieferantenunternehmen SUV fährt. Ja? Das wäre ja dann noch schlimmer. Sondern wir haben die Hauptlieferketten unserer Industrie kaputt gemacht. Und deswegen wandert die Industrie jetzt auch ab. Also selbst die eigentlich gar keine Unternehmer sind, die sind wenigstens in der Lage auszurechnen, ob sie die Energiekosten in Deutschland noch bezahlen können. Also wir haben die Lieferkette nach China haben wir zerstört. Und diese Lieferkette nach China, die haben wir zerstört im Zuge der Corona-Krise. Ja, über die Echtheit dieser Krise und das, was politisch draus gemacht wurde, da können andere qualifizierter reden. Ich kann da nur ein bisschen lästern, das lasse ich jetzt lieber bleiben. Dann haben wir die Lieferkette nach Osteuropa und Russland zerstört. Also die ukrainische Lieferkette wurde durch den Krieg zerstört und die nach Russland durch unser eigenes Zutun. Ja, damit haben wir unsere Energie verteuert, richtig gründlich. Und jetzt verlieren wir auch noch die inländische Lieferkette, indem die Lindes und die BASFs dieser Welt aus dem Land abwandern und ihre hochmodernen Anlagen, die aber halt mal Energie verbrauchen, woanders wieder aufbauen, wo Energie nur ein Bruchteil dessen kostet, was bei uns kostet. Und dann noch jetzt die Energiewende obendrauf. Ja, also wir machen ja alles, wir steigen aus allem aus,
Aber wissen Sie, was das Erste war, aus dem diese Bundesregierung ausgestiegen ist? Es war nicht Kohle. Es war auch nicht die Atomkraft oder das Russengas. Das Erste, woraus diese ausgestiegen sind, war der gesunde Menschenverstand. Ja, das habe ich schon erläutert, da kann ich über die Seite drüber springen. Und jetzt passiert also was Interessantes. Diese ganze Überregulierung ist nichts anderes als die Übernahme der Tauschtransaktion, der freien Tauschtransaktion zwischen uns Bürgern durch die Bürokratie. Das heißt also, bisher war es so, ich gebe es Ihnen an einem Beispiel, versuche es mal zu verdeutlichen. Bisher war es so, wenn Sie zum Bäcker gegangen sind und der hat Ihnen ein Laibbrot verkauft und Sie geben ihm 3 Euro für den Laibbrot und Sie bekommen dafür den Laibbrot, dann machen Sie diesen Tausch, weil es für Sie beide gut ist. Sie bekommen das Brot und es ist gut für Sie, weil Sie müssen sich von was ernähren. Das Brot hat die Eigenschaft, Leute am Leben zu erhalten. Überraschend für manchen, aber ist so. Und der Bäcker bekommt die 3 Euro, mit 2 Euro kann er 9 Laibbrot machen und 1 Euro hat er dann zum Leben, sodass er sich auch all die anderen Dinge leisten kann, die er braucht, um sich am Leben zu erhalten, weil man ja noch mehr als Brot braucht. Der Mensch lebt ja bekanntlich nicht vom Brot allein, er muss sich auch noch kleiden und behausen. Ja? Und wenn jetzt der Staat hergeht und diese freiwillige Tauschtransaktion, die sie beide vorher besser gestellt hat, ersetzt durch Bürokratie, ganz großflächig, wir haben es gerade gesehen, aber dann auch im Kleinteiligen. Also Herr Kühnert, der Callcenter-Boy, Herr Kühnert hat jetzt diese große Kampagne losgetreten, dass der Döner nicht mehr als 3 Euro kosten soll. Ja, das, also er will jetzt eine Preisobergrenze für Döner. Das erinnert mich so ein bisschen an den Mietpreisdeckel. Ja, Sie kennen den Mietpreisdeckel? Sie wissen, wer den erfunden hat. Das war in den 30er Jahren. Ich will jetzt den Namen nicht nennen, der nicht genannt werden darf. Der hat den Mietpreisdeckel erfunden. Und ich sage immer, der Mietpreisdeckel, das ist sowas wie der Klodeckel. Ja? Der Klodeckel einer nicht mehr funktionierenden Wohnungswirtschaft. Umso notwendiger, je schlimmer es drunter aussieht. Ja? Und so ist es mit diesen 3-Euro-Dönern auch. Ne? 3-Euro-Döner heißt jetzt, also parallel zum Brot, Sie dürfen es jetzt nicht mehr für 5 Euro verkaufen, obwohl eigentlich waren wir gerade noch dabei, 5 Euro freiwillig dafür zu bezahlen, weil die Kosten nach oben gegangen sind und die Inflation hat es halt teurer gemacht. Und die Inflation, da ist jetzt nicht der Dönerstandsinhaber dafür zuständig gewesen, sondern waren glaube ich andere Leute. Also ich habe jetzt noch niemanden gehört, außer vielleicht Herrn Fratscher, dem das einfallen würde, der da sowieso der Meinung ist, dass Fleisch zu billig sei. Also muss er sich mal mit Herrn Kühner drüber unterhalten, müssen sich mal verständigen, dass jetzt der Dönerbudeninhaber schuld sei an der Inflation. Ja, jetzt soll der aber für 3 Euro geknebelt werden. Und ich sage immer, wer bereit ist, für Essen nur den Preis von Tiernahrung zu bezahlen, der bekommt auch Tiernahrung. Ja? Und jetzt wird es also gesenkt. Und was passiert in diesem bürokratischen Befehlszustand, dass nicht mehr genug produziert wird, weil für 3 Euro gibt es also halt keinen Döner mehr. Außer vielleicht den, der den Bundespräsident in der Türkei anschnibbelt. Ja? Also Döner mit alles, Punkt, für Deutschland. Ja? So in der Art. Ja? Also ich bitte die in der Punktion zu beachten. Und natürlich bezogen auf die Tätigkeit des Bundespräsidenten, weil der ist ja für Deutschland darunter gereist. Ja, da war doch was. Ja. Dann geht es also so, dass jetzt natürlich nicht mehr genug Döner produziert wird. Der Döner wird also knapp, weil für 3 Euro können wir keinen Döner produzieren. Also muss jetzt der Staat eingreifen und muss also sozusagen Döner-Verteilstellen einrichten, ja, wo sie Schlange stehen dürfen. Die Schlange ersetzt also die Bürokratie im zweiten Schritt. Wenn wir das mit Brot machen, deswegen ist die Schlange das Markenzeichen aller sozialistischen Gesellschaften. Ja, das ist so. Wenn Sie eine sozialistische Gesellschaft haben, dann stellen sich die Leute an, wo immer sich eine Schlange bildet, egal was da ausgegeben wird, weil in dem Moment, wo eine Schlange da ist, wissen schon alle, da gibt es was, was knapp ist. Ja? Und irgendwann stehen so viele Leute in der Schlange, dass nichts mehr produziert wird. Und wenn nichts mehr produziert wird, ist das Schlangenstehen keine funktionsfähige Überlebensstrategie mehr. Deswegen kommt dann der vierte Allokationsmechanismus von Gütern zum Zuge, das ist die Gewalt. Also erst kommt die freiwillige Kooperation, das ist der Markt, meine Damen und Herren. Dann kommt die Bürokratie, dann kommt das Schlangenstehen und dann kommt die Gewalt. Das ist die logische Evolution des Sozialismus. Und das ist auch die logische Evolution dessen, was unsere Regierung macht. Ja? Sie macht es allerdings in kleineren Schritten. Die geht her und sagt, also erstmal machen wir wirtschaftspolitische Intervention, Anreizverzerrung. Das heißt, wir subventionieren Dinge, wir bestrafen Dinge, wir besteuern Dinge. Ja? Also wir subventionieren Windräder und wir besteuern Kohle
oder Gas. Ja? Ist ja auch böse, kommt da vom Russen. Ja? Dann machen wir makroökonomische Aggregatsteuerung. Das heißt also, der Staat kassiert unser Geld ein und gibt es für was aus, was er für richtig hält. Zum Beispiel, ich dachte bis vor kurzem Radwege in Peru, aber es ist ja nur auf die Straße gepinselt. Ja? Sie haben die Radwege wirklich nur auf die Straße gepinselt. Wer hat eigentlich die ganzen Millionen kassiert und wie viel davon sind nach Berlin zurückgeflossen? Das würde ich gerne mal wissen. Also ich frage ja bloß. Also das heißt, der Staat nimmt Ihnen das Geld weg und setzt es für Nachfrage ein in Bereichen, für die Sie es nicht ausgeben würden. Er weiß also, wie Sie sehen, besser als Sie selbst, was mit Ihrem Geld passieren soll, als Sie das wissen, obwohl Sie es verdient haben. Ja? Ich finde, dass Sie das nicht verdient haben, also so behandelt zu werden. Das Geld haben Sie schon verdient. Ja, dann kommt die makroökonomische Globalsteuerung durch die Geldpolitik. Wie geht das? Da wird einfach gesagt, wenn die Nachfrage da draußen nicht ausreicht, um alle glücklich zu halten, dann müssen wir eben mehr Geld schaffen und das muss dann geölt werden. Ja, das ist so, wie wenn Sie bei einem lebenden Menschen sagen, ja, der hat so und so viel Liter Blut und in Zukunft muss die Menge des Blutes jedes Jahr um 10% steigen. Der Mensch wächst zwar nicht mit, das kann der auch gar nicht, aber dann werden Sie irgendwann Blutdruck kriegen. Ne? Also so ähnlich müssen Sie sich das vorstellen. Sie haben ein geschlossenes System, es wird immer mehr Geld reingepumpt. Das System wächst nicht, aber das Geld wächst. Was passiert dann mit dem System? So ähnlich, die Analogie, Sie werden es rausfinden, die passt. Auch wenn natürlich die keynesianischen Ökonomen und die Sozialisten behaupten werden, dass sie nicht passt. Aber sie passt ganz genau. Und dann kommt die Mikrosteuerung, dann wird eingegriffen in jede einzelne Beziehung, die Sie haben, jede einzelne Wirtschaftsbeziehung, die Sie haben, die Mikrosteuerung, der Mietendeckel, der Dönerpreisdeckel. Dann gibt es bestimmt auch was zu billig ist. Also zum Beispiel Rindersteak. Rindersteaks hat also uns der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaft, ein bezahlter Gutachter der Bundesregierung, das darf man glaube ich so sagen, gesagt, Rindersteak ist viel zu billig. Das sollte 5-mal so teuer sein, weil Rindersteak kommt, stellen Sie sich das mal vor, von Rindern. Ja, ernsthaft. Und Rinder tun was? Sie furzen. Ja? Dazu hätte Luther den passenden Spruch gehabt. Aus einem verzagten Arsch kommt eben kein fröhlicher Furz. Wussten Sie, dass der deutsche Staat konkrete Vorbereitungen trifft, um auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen? Bleiben Sie dran, um zu erfahren, worum es geht und was man heute noch dagegen tun kann. Die Staatsschulden explodieren, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Die EZB hat in den letzten Jahren so viel Geld in Umlauf gebracht wie noch nie in der europäischen Geschichte. Unsere extrem hohe Inflation ist das Ergebnis genau dieser Politik. Aber damit nicht genug. Es gibt Hinweise, dass sich der Staat darauf vorbereitet, auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen. Auch wenn er versucht, diesen Fakt mit allen Mitteln zu verschweigen. Stichwort Vermögensregister, Stichwort Lastenausgleich. Wir dürfen hier auf YouTube nicht im Detail darüber reden. Es besteht die Gefahr, dass unser Beitrag dann vom Netz genommen und unser Kanal gesperrt wird. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Wenn Sie eine Lösung suchen, um Ihr Vermögen vor einem Zugriff des Staates zu schützen, laden wir Sie zum kostenlosen Webinar mit Alexander Streeb ein. Herr Streeb ist seit mehr als 30 Jahren Finanzprofi. Er hat die aktuellen Gefahren analysiert und Lösungsstrategien entwickelt. Um sich vor einem möglichen staatlichen Zugriff auf Ihr Vermögen zu schützen, müssen Sie zuerst wissen, welche Gefahren da überhaupt lauern. Herr Streeb erklärt Ihnen die eben genannten und noch einige weitere Gefahren. Sie werden von ihm Lösungsvorschläge bekommen, was man konkret dagegen tun kann. Wenn Sie Klarheit und Sicherheit haben wollen, melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Webinar an. Sie finden den Link dazu unter dem Video. Es gibt eine Lösung. Und sie hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat, indem er den Zugriff des Staates verhindern konnte. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich an. Statt einen Monat für Ihr Gehalt zu arbeiten und es dann zu verlieren, investieren Sie mal eine Stunde und denken mit Herrn Streeb über Ihr Geld nach. Nehmen Sie sich jetzt Zeit für dieses wichtige Webinar. Es geht um Ihre Zukunft. Es geht um Ihr Vermögen. Werden Sie jetzt aktiv.